wird schon darum gehen, dass wir in Europa auch dafür sorgen, dass die Regeln, die es gibt, eben auch dazu führen, dass nicht Menschen ständig den Eindruck haben, sie sind die Einzigen, die von diesem Europa nichts haben. Es ist doch irre, dass wir nach dieser ganzen Diskussion um Steueroasen jetzt schon wieder feststellen, dass es eine legale Form von Steuervermeidung in unfassbaren Größenordnungen gibt. Und ich finde es für meine Berufsgruppe, die Politiker, total beschämend, dass das Journalisten herausfinden müssen und nicht wir in der Politik mit unseren gigantischen Beamtenapparaten in der Lage sind, das herauszufinden. Das ist doch peinlich. Und ich glaube, und am Ende des Tages ist die Frage, trauen wir uns zu, den Ursprungsgedanken der Europäischen Union, übrigens gerade des Euros, wieder zu unserem Ziel zu machen, so schwer es auch aussehen mag, das zu erreichen. Und das lautet, für alle bessere Lebensbedingungen herzustellen. Das heißt dann aber, dass der dicke Klotz in der Mitte, Deutschland, nicht sagen kann, wenn es den anderen schlecht geht, juckt mich das nicht. Im Gegenteil, ich empfehle euch, dass ihr nach Möglichkeit es noch schlechter macht für eure Leute, in der Hoffnung, irgendwann werdet ihr wieder wettbewerbsfähig und dann die Renten kürzt, die Löhne kürzt, Sozialabgaben ruiniert. Das dürfen wir nicht noch einmal machen. Und gleichzeitig geben wir den Banken oder den Vorständen in großen Unternehmen jeden Kredit dafür, was sie in diesem Europa angerichtet haben. Ist doch schon passiert. Fahren Sie nach Griechenland.